mal kurz durchziehen hier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sieht gut aus, sind auch 9. Also, Chat, wünscht dem Maximilian viel Glück. Und nochmal vielen Dank fürs Mitmachen. Und wir gehen rein. Erstes Pack. Erstes Pack. Und wir starten mit der Wookie Mazepin vom F1 SaaS Team. Wird gesleeved, weil es halt einfach die Wookie ist. Ich weiß, ihr würdet es gerne nicht machen, aber ich mach's, weil es halt eine Wookie-Karte ist. Einfach nur wunderschön. Einfach nur wunderschön, und es ist die Tsunoda zu 199. Yuki Tsunoda Wookie zu 199. Erstes geiles Pack. Yuki Tsunoda, die Shu wird nicht gesleeved, Mazepin wird gesleeved. Und die Hamilton kommt auch in den Top-Loader. Die Podium-Hamilton-Karte. Ich hoffe, dass ich so eine auch nachher ziehen kann. Jetzt habe ich es gespoilert. Ich öffne nachher eine Personal für mich, eine F1 Chrome. Und wieso ist der nächste Top-Loader? Guckt euch das an hier. Mann, 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 Mann. Weg damit. Solche Karten mache ich, oder wenn die Karten. Oder wenn die Top-Loader so kaputt sind, schmeiße ich die weg. Und pack eure Karten da nicht rein. Ist das jetzt Pick Your Team? Ne, das ist die Personal Hobby Box für den Maximilian. Maui. Jetzt habe ich wieder nicht erinnert, Dennis, nach der Box mal. Bitor, richtig. Das machen wir danach. Charles Leclerc, aber rennt ja nicht weg. Samaya Future Stars. Max Verstappen, Richard Verschoor als Refractor. Wie bin ich jetzt auf Max Verstappen gekommen? So, da ist Thilo. Ey Thilo, wir hatten kurzzeitig überlegt, machen wir das jetzt? Oh, guck mal. Guckt euch diese linke untere Ecke an. Die Ecke ist broke. Ich sleeve dir die Karte trotzdem und ich pack dir die Karte trotzdem in den Top Loader. Aber das, da ist die Qualitätskontrolle schiefgelaufen bei der Hamilton. Stress den Jungen doch nicht so, ist echt so, Tilo. Bleib mal ganz entspannt. Du willst hier den Martinelli ziehen? Dann bleib doch mal ganz entspannt, dass ich dir den Martinelli ziehe. So, oh, die ist auch nice, weil es einfach diese Porträtkarte ist, sage ich mal, von den Spielern oder von den Fahrern, Spielern, von den Fahrern. Das ist Yuki Tsunoda, das ist die 14. Und die von Verstappen oder die von Lewis Hamilton ist ganz, ganz big. Dann Giovinazzi. Dann George Russell. Und das ist die Sergio Perez Bolidenkarte. Bügeln. Tsunoda, komm, Tsunoda, packe ich die auch in den Dings rein. Vergiss die Ankündigung nicht. Bitorn, kannst du mich bitte nach der Box nochmal dran erinnern? Ich wollte schon vor der vorletzten Box machen, aber ich vergesse es immer wieder. Sehr gut, Dankeschön. Nee, nee, die Hamilton hatte hier leider einen Knick, leider Gottes, ja. Aber die Podiumkarte war ganz normal. Also das war, hatten wir in der ersten F1 nicht. Also das war jetzt das allererste Mal, dass sie so ein Produktionsfehler ist, sage ich mal. Petikov, und da kommt eine, wenn mich nicht alles täuscht, könnte das Max Verstappen. Dann haben wir Redliner von Valtteri Bottas. Mick Schumacher, let's go! Zu 50, Mick Schumacher zu 50, let's go! Let's go! Let's go! Mick Schumacher zu 50!
Let's go! Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Die will ich auch so gerne haben, ne? Die will ich auch so gerne haben. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, mein Puls! Mein Puls! Hilfe! 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 Malediven! Da kommt ihr, Malediven-Emote! Mick Schumacher in Gold. Oder Orange. Scheißegal, zu 50. Scheißegal, zu 50. Mick Schumacher. Oh mein Gott, die ist so schön. Die ist so wunderschön, diese Karte. Alter Falter. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Ist echt so. Oh mein Gott. Alter Falter. Die ist einfach. Einfach ein Traum. 9 zu 50. Mick. Mick Schumacher. Alter, mein Puls. Mach doch jetzt nicht, mach doch nicht diesen Scheiß mit mir hier. Mick Schumacher. Und wisst ihr, wie diese Karte noch geiler aussieht? Wisst ihr, wie diese Karte noch geiler aussieht? Bietet 1500 Euro sofort, schreibt Pokémon. Also Maximilian. Ich würde sagen, wir sehen uns die nächsten Tage nochmal mit einer Hobbybox. Alter, jetzt sieht die Karte noch besser aus. Oh mein Gott, Mann. Ich kack ab. Ich kack ab. Einen Mick Schumacher Gold 5. Alter, mein Herz. Hilfe. Hilfe. Normalerweise, ich kann dir die Karte eigentlich maximieren. Wo wohnst du? Es ist eigentlich zu... Die Gefahr ist zu hoch, diese Karte zu schicken, sage ich dir ganz ehrlich. Eine Mick Schumacher zu 50, Autogramm, Wookie. Ich muss gar nicht mehr weiter aufmachen. Die Box hat jetzt, die Box ist jetzt schon ein Brüller. In der Nähe von Würzburg. Boah, das ist natürlich... Würzburg ist eine Ansage, du. Bist du irgendwann mal in Zukunft in Berlin, Maximilian? Das ist halt echt ein Brett, wo ich sage, bei mir ist bei DHL noch nichts schief gegangen. Also es kam jetzt bis jetzt kein Paket irgendwie nicht an. Aber eine Gefahr, dass die Post irgendwie was falsch macht, das Paket dann weg ist und dass diese Karte dann auch weg ist, die will ich eigentlich ungern eingehen, sage ich dir ehrlich. Aber wir haben den Kontakt, lass uns per Instagram schreiben, dann Maximilian, da kriegen wir sicherlich was hin. Oh mein Gott, ich kack ab, ich komme immer noch nicht drauf klar. Das wird ein Geschäftsessen à la TDC, ist echt so. Maximilian, wir gehen in Berlin irgendwo essen denn. Pierre Gasly, ich komme nicht drauf klar. Die Max Verstappen Porträtkarte, die halt auch schon geil ist, das ist die Nummer 3, ihr seht es, die Nummer 3. Ich glaube, Hamilton hat die 1, ne? Hamilton 1, Mercedes-Team. Müsste Bottas dann die 2 haben. Dann die 3 Verstappen. Und die 4 dann, die 4, wie heißt er? Es ist Lundgaard Future Stars Refractor. Genau, ich lade dich zum Döner ein, Maximilian. Ich lade dich zum Dönermann ein. Meine Fresse. So, das kann nicht sein. Was geht nicht so einfach, Malte? Was meinst du? Paris, genau. Was meinst du? Weil ich komme hier heute gar nicht mehr drauf klar. Das hat mich jetzt komplett aus dem Leben gekickt. Weil ich hatte, ich glaube, ich habe Stilo gesagt. Weil ich öffne ja nachher noch eine Personal für mich. Ich glaube, ich habe Tilo gesagt, ich würde gerne Mick Schumacher haben. Und jetzt kommt für den Maximilian. Maximilian, ich gönn's dir sowas von. Sowas von vom Herzen. Das ist einfach eine wunderschöne Karte. Zu 50. Versicherung bei DHL auf Einzelkarten. Aber dann ist es ja... Das ist das ähnliche, das gleiche Prozedere wie mit die Maradona-Karte.
selbst wenn du eine Versicherung hast, ja, dann kriegst du zwar das Geld wieder so, aber was passiert, wenn das Paket weg ist und die Schumacher-Karte weg ist? Ich dachte, du dürftest nur leid. Nee, der Maximilian hatte vorhin noch kurz vorm Stream, hat er sich noch die Hobbybox im Shop gekauft. Esteban Ocon. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott. Er heißt hier im Chat MaxI30N Performance. Das ist er. Falls jemand den Maximilian schreiben möchte und da irgendwie ein bisschen handeln möchte. Pokémon 56 bietet jetzt schon 1500. Oh Mann, du. Kimi Räikkönen. Der Iceman. Sebastian Vettel Podium. Und das ist Sato zu 199. Ich bin durch für heute. Ich bin wirklich durch für heute. Ich bin irgendwie gerade. Bin so perplex wegen dieser Karte, ne? Seidel. Zendeli. Lewis Hamilton. Und ein Latifi als Refractor. Selbst meine Verstappen-Auto später kommt nicht an Mick ran. Da würde ich sagen, ist die Verstappen, würde ich jetzt sagen, ist die Verstappen-Karte, wenn es du war, bist, du hast auch diese Redemption-Karte, ne? Mit Verstappen-Auto da. Oh mein Gott, Mann. Es ist einfach unglaublich. Es ist unglaublich. Und was es auch das für eine Handlung ist, ne? Das müsst ihr verstehen. Bis vorhin hätte ich in diesem Livestream, hätte ich nur eine Personal für mich geöffnet. Also eine Personal Hobbybox F1. Sonst hätte ich im Livestream nur Lightboxen geöffnet, außer natürlich Pick Your Team, da gibt es ja zwei F1 Hobbyboxen. Ansonsten hätte ich am Ende des Streams auch nochmal eine Hobbybox für mich geöffnet. Gibt es weiterhin. Aber der Maximilian hat sich so um 17:30 hat er mir geschrieben auf Instagram, ist noch eine Hobbybox da. Ja, kauft die gerne im Shop. Hat er sich im Shop gekauft und jetzt kriegt er hier einen Mick Schumacher zu 50 Gold. Tsunoda Wookie. Resta. Der geht mir jetzt schon auf den Sack. Lewis Hamilton und Giovinazzi. Komm Junge, quatsch nicht so viel. Ach Tilo, ich quatsch hier so viel wie ich will. Ich hab doch gesagt, das geht hier bis 0 Uhr heute. Aber Tilo, wir machen danach deine Spots und deine Box. Dass Tilo um 21.15 Uhr weiterhin Dota, irgendwas mit Dota spielen kann. Gasly, Mick Schumacher, Max Verstappen und eine Lando Norris Podiumkarte. Kein Dota. Wie kein Dota? Was machst du denn sonst? Guckst du mit Vogel eine Serie? George Russell. Tiktum. Die Sebastian. Esteban Ocon. Sebastian, ja moin. Und dahinter ist es eine George Russell. Das sind diese weiteren Insatz. Wie heißen die? Flaggengedönse da. Die kriegt aber ein Dings von mir. 21.15 Uhr kommt Safe Rosamunde Pilcher. Eine Checker-Karte. Die Checker-Karte von Russell. Dankeschön.
Ocon, Max Verstappen, Lewis Hamilton. Ah, natürlich, nochmal Max Verstappen with Vector. Max Verstappen. Also dieser Hit hat mich gerade aus dem Leben geholt, so. Ricardo. Deledda. Allison. Und es ist Esteban Ocon. Die Podiumkarte. Mick hat in der letztjährigen auch unterschrieben. Mehr hat er. Würde es gehen, dass du mich nach Tilos Sachen dran nimmst? Ratze, helf mich mal kurz auf die Sprünge. Was hast du? Oder dein Vorname reicht eigentlich auch. Max Verstappen, Valtteri Bottas und da hinten ist es noch ein Frederic Vasseur. Aber ja, kriegen wir hin. Alles entspannt. Hatte eine Prison, Markus. Okay, kriegen wir hin, ja. Einfach nur den Vornamen und dann weiß ich das und dann habe ich das wieder im Kopf. Ich habe nicht immer die Twitch-Namen direkt parallel dazu halt im Gedanken. So. Christian Horner kriegt auch ein Sneak von mir. George Russell. Sergio Perez und einen Valtteri. Ist nächste Woche nicht sogar Start in Bahrain? Super, danke, kein Problem. Alles entspannt hier, kriegen wir hin. Esteban Ocon. Schwartzman, Lewis Hamilton und die Redliners von Marcus Armstrong. Zwei Packs hast du noch, aber ich glaube, die zwei Packs werden dir sowas von scheißegal sein. Moin Maurice. Ich glaube, die Packs sind dir alle scheißegal nach diesem Mick-Hit. Kimi Räikkönen, Vettel und wer ist er? Pierre Wache. Moin Meister. Nächstes Wochenende geht's los, korrekt. Freitag dann erste Mal freies Training, ne? Soll ich den jetzt toploaden? Ach komm, scheiß drauf. Ein Wache kriegt einen Toploader. Letztes Pack. Und was kommt da nochmal? Es kommt eine Daniel Ricciardo. Es ist einfach nur eine. Ist einfach nur eine goldene ohne Nummerierung. Ich wollte gerade schon sagen, einfach nur eine goldene ohne Nummerierung. Die haben wieder so einen extra Namen. So ein Fake ist das, Fake News. Man denkt, es kommt eine Nummerierung, aber es kommt keine Nummerierung. Und Max Verstappen.